Verfolgungsjagd bei den Ziegen. Oh, Genie. Die ist ja voll hinterhergerannt. Geht wieder rein. Sie dir nicht mehr hinterher rennen. Boah, die ist da ja richtig losgaloppiert. Oh Gott. Schau mal, da ist Bonita. Boah, wenn Genie gleich zu Bonita geht. Ich freue mich. Und tschüss. Das ist mega süß, wie sie alles erkundet. Also, sie schaut sich alles an, beschnuppert alles. Geht auch schön den Weg hier so lang. Aber ist das schön. Denn da hinten ist auch die Wallachherde. Ich glaube, das hört sie vielleicht. Genie, komm mal mit zu Bonita, hm? Meine Süße. Komm mal her. Ja, langsam. Ein bisschen rutschig. Vor allem die anderen Pferde interessieren sie so nicht. Sie will erstmal die Umgebung anschauen. Voll nett. Ja, schau mal. Wir machen das jetzt immer so, dass immer einer so kommt und dass nicht halt alle auf einmal zu ihr kommen, dass da so ein Rummel entsteht, sondern immer nacheinander, dass halt einer kommt. Weil sonst ist es auch einfach ein bisschen gefährlich. Also das ist halt so ein kleiner Abteil extra für das kleine Chatty. Genie, geh ab. Nicht dahin.
Genie! Nicht du, Bonita. Also wie man sehen kann, die beiden verstehen sich echt richtig gut. Die fressen hier zusammen, die anderen Pferde sind dort oben. Aber die beiden haben sich hier so eine Ecke ausgesucht. Ne, die beiden? Ach, ihr seid so süß. Genie und Bonita haben jetzt noch zwei Freunde gefunden. Die stehen da zu viert in einer Clique. Da hinten stehen alle Pferde in der Clique. Also da ist Genie, da die weiße Bonita und dann stehen da noch zwei andere Pferde. Also echt cool, dass die beiden so schnell Freunde finden. Und Bonita und Genie, die verstehen sich einfach mega, mega gut. Und das freut mich total, weil dann können Mama und ich auch viele Sachen unternehmen. Also unsere Schränke werden wir dann hier hinstellen. Wir haben uns nämlich zwei Bundeswehrschränke bestellt für Mama und mich, die dann morgen ankommen werden. Und da freue ich mich total drauf, vor allem alles einzuräumen, nicht auszuräumen. Und wenn ihr wollt, kann ich dann auch mal ein Spindvideo drehen. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause und es war echt super, super toll. Ich freue mich einfach so dolle, dass Genie und Bonita sich echt gut verstehen. Also die hängen nur noch zu zweit ab, manchmal kommt ein Pferd mit dazu und dann sind die in so einer Clique. Also das funktioniert echt super. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir werden jetzt erstmal lecker essen und bis zum nächsten Video. Tschüss!